Smashburger im ältesten Kaffeehaus Wiens. Ich bin durch die Hauptstadt spaziert und habe dieses Schild hier entdeckt. Seit 1870 steht das Café Bellaria für Wiener Kaffeehaustradition. Das sind über 150 Jahre. Aber kann der Burger dieses alten Cafés mit den jungen, wissbegierigen Gastronomen mithalten? Genau das wollte ich wissen. 18,50 € mit Süßkartoffelpommes hat mich das Menü gekostet. Nicht wenig Geld. 180 Gramm Bio-Beef, Brioche-Bun, Cheddar, Salatherz, karamellisierter Zwiebelsenf und die hausgemachte Thousand Island Sauce. Ich muss sagen, das Bun war wirklich exzellent. Leicht süß und ein wirklich angenehmer Widerstand beim Biss. Die Soßen haben echt hervorragend mit dem Burger harmoniert und waren nicht zu dominant. Aber das Fleisch war leider nicht smashed und hat sehr, sehr naturbelassen geschmeckt. Viel zu wenig gewürzt und Röstaromen waren keine vorhanden. Alles in allem auf jeden Fall ein überdurchschnittlich guter Burger. Für mich aber kein Smash-Burger.